Scheiße, ich habe gar keine Munition mehr. Oh Gott. So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu der GTA Online Heist zusammen mit Daydreamer. Oh Gott. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Kuruma. Du bist ja zum glücklichen Glück der Fahrer. Deswegen gehen wir ins Auto. Gut. Okay. Digga, was machst du denn? Ja. Was war das? Falsch Knopf gedrückt. Okay. Keine Ahnung. Ja. Egal. Leute, ich muss jetzt als also, Hacker irgendwie hacken. Warte mal, wie? Ja, du musst gleich. Wie gesagt. Ich denke dann, wir müssen dann wieder gleich zur Fabrik zurückfahren. Oh ja, jetzt. Ne? Okay, ja. Um mein Auto zu holen. Ja, Leute, wie ihr seht, ich bin hier gerade am Hacken. Wir werden jetzt da diese kleine Bank überfallen irgendwie. Das ist halt die erste Heist-Mission. Man kann diese Missionen tatsächlich jetzt auch zu zweit machen, weil irgendwie hatten, keine Ahnung, Manu und Neil, die haben am irgendwie nicht zurückgeschrieben. Keine Ahnung, was die haben. Warum auch immer. Ja, wir machen das jetzt halt einfach zu zweit. Ich meine, wir sind ja Profis. Das sollte kein Problem genau sein. Okay, Leute, das ist schwieriger, als ihr denkt. Ich nehme Abkürzung. Oh, nice. Ja, da, da, da. Lässt er auch quatschen. Ja, ja, lässt er fuckt so ab, wenn er irgendwie labert, Alter. Also egal wer. Oh, jetzt habe ich verkackt, scheiße. Oh Gott, Alter, das wird immer schwieriger. Ja, das hat Hacken so an sich. Nein, ich war so weit. Scheiße, wenn ich jetzt am letzten Ding wieder scheitere, ne? Scheiße, ich hatte schon bei dir im Video übertrieben Mühe. Diesmal klappt es. Ich glaube an mich. Glaubst an dich? Ich glaube an mich. Scheiße. Och man, Leute. Ich bin froh, dass du nicht siehst, wie ich gerade fahre. Ja, bin ich vielleicht auch. Könnt ihr mir nicht mehr vorwerfen, dass ich ein schlechter Fahrer bin. Weil du eigentlich auch einer bist. Auch schön gesagt. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Oh Gott. Es wird halt auch immer schneller, dieser scheiß Strich, der fährt irgendwie. Aha. Und? Ja, geschafft. Bruder, ich bin Meisterhacker. Okay, oh mein Gott, was? Da fällt mir gerade ein. Also, wenn nee, du aufnimmst jetzt, ne? Ja. Dann müsste ich dir eigentlich die Musik zuspielen, die du dann quasi. Ach so, ja, ja, die kann ich ja dann suchen. Oh, wir sind perfekt da, Alter, das hat ja perfekt gepasst. Ist gerade dein Reifen geplatzt? Ja, musste. Ich schick dir einfach die Musik, die du dann Ach hier so, einspielst. Ja, mach einfach. Okay. Ich muss das jetzt kurz aktivieren. So. Drück drauf. Okay, jetzt haben wir hier die. LOL. Alter, die, das war ich. Okay. Mit G, oder? Weil wir machen mal die Maske. Ah ja, okay. Halt einfach rein da, oder? Voila! Okay, ich geh ins Rohr, weil ich bin der Bohrer irgendwie. Du kannst sie umbringen oder. Wo ist das Schließfach, Alter? Achso, hier. Ah, okay, jetzt. Oh Gott. Komm. Ja. Halt hier mal die Zeuge unter Kontrolle. Wie kann ich? Achso, mit so. Okay, ich darf aber scheinbar nicht zu schnell. Oh, ja, der Bohrer wird heiß, weil das sonst Ding überhitzt. Ja, das Ding überhitzt halt, ne? Okay, erste Dings ist durch. Mhm, dann beeil dich mal. Und. Alter, come on! Zweite Ding ist durch. Und. Dritte Ding ist durch. Oh. Alter, wir haben fast überhitzt hier. Zack, dritte Ding ist durch. Perfekt. Ist offen. Vierte meinte ich. Egal, okay, ich habe das Schließfach. Ich hoffe, das war das Richtige. Okay. Schnell, schnell, schnell. Hast du's? Ich komm raus. Hier, hallo. Gut, komm ab jetzt. Ja, du musst fahren, Alter. Du musst jetzt Gas geben. Kann ich da rausschießen? Also schießen kannst du ja nicht. Geht doch. Ja, Alter, wir sind Profi-Bankräuber. Wir sind sozusagen wie die Daltons, nur zu zweit. Ja. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott, Alter. Ja, ich hab, wow, egal. Alter, es sind da so viele. Leicht gedriftet. Ich hab da einen zweiten. Wo müssen wir eigentlich hin? Willst du nicht einmal in die Berge rauf, um erstmal die Sterne zu kriegen? Ey, wir folgen jetzt der Straße. Okay. Mach, ist mal, auch mach besser. Mal so ein paar Aufnahmen mit der Kinokamera. Das kommt gut an. Das vor allem, ne? Oh Gott, er hat gerade seinen eigenen Mate überfahren. Warte, die Kinokamera, wie geht das? Ein V? Oh, die machen gerade. Wie mache ich das? Machen sich wunderbar schön selber fertig. Ja, das ist ja eigentlich praktisch. Wie macht man Kinokamera, Brudi? V gedrückt halten, glaube ich. Okay, warte mal. Oder geh mal in die Ego-Perspektive, das ist noch schöner. Oh, oh, ach du, darfst du da drunter fahren? Hä? Es funktioniert einfach nicht. Was macht der? Oh, yo. Ego-Perspektive ist Hammer. Oh, Kinokamera, jetzt. Yes. Bruder, wie das aussieht. Wir haben es geschafft. Ja. Ging schnell. Ist echt, und also, wir waren echt gut. Erstaunlicherweise relativ glimpflich. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Yes,
Ja, bestanden. Yay. Ja, Lester quatscht immer noch die ganze Zeit. Ja, ja. Aber nicht. Okay. So, ich will mein Geld haben. Ja. Was? Wieso? Ich hab Platin. Aber wieso? Ich hab doch die Beute geholt. Mögliche Beute? Ja, tatsächliche Beute? Das, wir haben das alles nur geschafft wegen meiner Fahrkünste. Ah, ja. Ah, 50% Anteil, Alter. Ja, 57.000, das ist nice. Ja. Niemand wird erledigt. Ja, ich hab niemanden getötet, das ist sehr gut. Oh. Ey. Ey, wir haben 157.000 bekommen. Let's go. Ich will ein paar Jobpunkte. Genau. Ui, Level 14. Ja, let's go, Digga. Wir sind einfach die Besten. Genau. Oh. Dann Bierchen am Sippen. So. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Money für mein geiles Auto, was ich mir die ganze Zeit holen wollte. Ey, das war aber echt eine geile Bar. Wo waren wir da? Siehst du auch das Licht? Oder bei mir ist Loch am Laden. Ja, ich sehe jetzt das Licht. Soll ich reingehen? Ja, das Licht am Ende vom Tunnel. Ah, nee, ich geh nur nicht rein. Hab nur so viel zu erledigen. Kann das mal laden? Hä? Ah, das war diese Tiki-Lala, lol. Hier, die Tiki-Lala. Einkaufspreis, ich kann jetzt ein Kuruma kaufen. Okay, Leute, da die Folge noch etwas kurz ist. Ich glaube, ich guck mal ganz kurz. So, wir gehen jetzt noch zu mir saufen. Wir gehen zu mir jetzt noch saufen. Ja, ja, ich komm gleich, aber ich will kurz gucken. Ja, es lädt noch. Moment. Und wo ist mein Auto jetzt? Wenn mein Auto jetzt nicht da ist, krieg ich kotzen. Warte mal, ist der hier? Ich fahr nie, wenn du mit deinem privaten Auto zu mir heißt. Oder zu irgendeiner Mission. Ich kann Monster Truck for immer free kaufen, das ist ja geil. Ja, brauchst du nicht. Keine Ahnung, einfach just for fun. So. Ich kann auch einen Kuruma kaufen. Wo ist mein Auto? Da. Ja, wo ist der Kuruma, Alter? Ich check's nicht. Okay, ja, wir sind ja praktisch direkt bei dir gewesen. Lol. Ja, kommst einfach zu mir. Ja, das ist eine unsichtbare Wand, wo ich gerade reingefahren bin. Alles klar, Digga. Ja. Okay, ich komm kurz zu dir rein, ne? So. Ja, können wir jetzt nochmal trinken. Genau. Trinken wir unseren Sieg und ich guck mal, ob ich mein Auto kaufen kann. Ich hab schon wieder so ein Pfeilchen im Gesicht. Ich hab geklingelt. Geklingelt. Ah, warte, ich muss mit dem Fahrzeug noch Fahrstuhl ja. hochfahren. Ja, mach doch mal nicht Sturmklingeln. Ah, okay, ja, genau. Oh, das hier sieht aber alles das gleiche, wie ich habe. Wo komme ich denn hier hoch? Gibt es hier überhaupt einen Fahrstuhl? Ah ja, hier drüben, lol, das gibt's bei mir nicht. Alter, was denn Luxus? Ja, wo ich gerade runterkomme. Achso, jetzt gehe ich gerade rauf. Ah, Jesus. Warte, ich komme hoch. Wehe, du fasst meinen Wodka an. Wo ist denn der Wodka? Oh, das ist ein Smoothie, nicht. Alter, geil. Ich trinke erstmal den Smoothie hier. Ja, den kannst du trinken, da hat mir meine Frau gemacht. Boah, runter mit, Alter. Boah, so. Disgusting, aber geschluckt. Okay, hallo. Hey, komm, ich gönn mir den Wein. Okay, wo ist jetzt denn der Wohl. Du kannst ja einen Bonk ziehen. Nee, lieber nicht, da hatte ich letztes Mal so Kopfschmerzen, als wir da mit Manu, wo wir alle einmal gezogen haben, wie die heißt. Das war nicht so eine gute Idee. Boah, ganz ehrlich, ne? Wenn ich irgendwann meine eigene Wohnung habe, dann hole ich mir so einen Kamin, auf gar keinen Fall. Ich hole mir so einen richtig klassischen Kamin, der hier so offen ist. Mit ne? Stein, also so Stein, oder? Steinkamin, so wie so ja, hier ja. Da ist der Wort, Serien, ne? Dann ist Whisky. Egal, Whisky passt auch. Ich meine, wir sind... Schnuppe. Hier, guck mal, hier ist mein Spanner. Weißt du, wie ich das hier nenne? Oh yeah. Das ist mein Spanner Fernrohr. Alter, du hast hier eine echt geile Aussicht, Alter. Also. Digga, wie viel hast du für die Wohnung bezahlt, Bruder? Ja, keine Ahnung. Ein Million. Ah, diese Stadt gehört eines Tages dir, mein Sohn. Bis hin zum Grenzen des geweihten Landes. Nice. Freue mich. Küche der Löwen lässt Kuss grüßen. Hey, aber das sieht echt geil aus von hier. Gut, so, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ja, würde ich auch sagen. Meiner. Genau. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall auch bei Daydreamer vorbei. Also auch immer sehr nice Folgen. Gerade auch, du hast ja ein neues Projekt irgendwie angefangen, ne? Ganz klar. Kleiner Spoiler. Ja. Richtig. Genau. Spoiler geht um Raumschiffe. Genau. Wie eigentlich immer. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das ist immer, das ist das erste Projekt. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.